Bitte, meine Damen und Herren, entschuldigen Sie, wir hatten einen Fehler. Wer war das? Ja, ich möchte schon eine Antwort haben. Wer hat da falsch gespielt? Der Mecke etwa? Nein. Peter. Ist was passiert? Ist was passiert? Ich habe einen Falschspieler in meinem Orchester. Und den willst du so finden, Menschenskind, das schaffst du nie. Und um einen Falschspieler zu entlarven, da braucht man Fachleute. Mann, ich schick dir einen. Schick dir einen. Ja? Warte mal. Bitte, Herr Kommissar, wir haben... Sparen Sie sich jedes Wort, ich weiß alles. Ja. Wer hat da gelacht? Ja, das müssten Sie doch wissen. Sie wissen doch alles. Bitte, Sie antworten nur, wenn Sie gefragt werden, ja? Ja, gut. Sind Sie Dirigent? Ja. Das dachte ich mir. Ja. Wieso? Ja, weil Sie hier so sinnlos herumstehen. Die anderen müssen arbeiten, nicht? Naja, also zur Sache. Meine Herren, einer von Ihnen hat falsch gespielt. Bitte, wer war das? Aha, Dankeschön. Es müssen mehrere gewesen sein. Ja, der Protest beweist es. Unverdächtige schweigen, Verdächtige protestieren. Finde ich genial. Nee, das ist Herbert Reinicke. Chef. Ja, guten Abend, Herr Kollege. Ja. Sie kommen aber auch immer als Zweiter, nicht? Als Zweiter? War Colombo schon vorher da? Ich hatte da einen plötzlichen Einfall, eine plötzliche Eingebung. Da. Ja, Sie haben es gut. Ich muss immer nachdenken. Ja, aber sonntags nicht, nicht? Nein, bei mir ist mehr freitags. Aber machen Sie mal weiter. Nicht wahr? Betreuen Sie den Fall. Ich höre ja sowieso. Ja, das wusste ich vorher. Ach, aus einer Eingebung? Nee, aus der Zeitung, nicht? Ja. Ja, also hier hat jemand falsch gespielt. Nicht? Ja, nur wer war's? Ja, wer war's? Das frage ich mich. Das ist der Tatort. Da ist der Tatort. Ja. Da wollen wir mal fragen. Guten Abend. Guten Abend. Wir sehen uns ja selten, ne? Ja, selten. Immer auf eigenem Kanal, nicht? Ja, das trifft sich großartig. Ich wollte immer fragen, warum tragen Sie nie einen Hut? Einen Hut? Ja. Das brauche ich nicht. Bei uns wird nicht so viel Wind gemacht. Ah, gerne. Gratuliere. Vielleicht sind wir einfach mal logisch. Nee, ist gefährlich. Da kennen uns das Publikum nicht mehr wieder. Ja. Sagen Sie mal, haben Sie nicht mal irgendwann einen Dreiteiler gemacht? Ja, aber es geht mir wieder besser jetzt. Ja, Gott sei Dank. Und Sie? Ja, nur ein Gentleman genießt und... Ja, darf ich trotzdem mal stören, meine Herrschaften, ja? Ich meine, wir haben ja einen Beruf hier auszuüben. Aha. Hier hat ein Musiker falsch gespielt. Nein, das kann gar nicht sein. Kein Musiker spielt absichtlich falsch. Na, vielleicht hat er gespielt, was in der Partitur steht. Kann ja sein. Donnerwetter. Ohne Drehbuch sind Sie ja sehr gut. Ja. Sie waren sogar kürzlich mit Drehbuch ganz ordentlich. Ne? Ja. Darf ich noch mal unterbrechen? Ja. Ich schlage ein Verhör vor. Die erste Trompete darf ich mal bitten? Ja. Dankeschön. Sie können sich wieder setzen. Danke. Das heißt, Sie spielen mal eben Dr. Chivago, bitte. Es klingt. Ich bin nicht sehr musikalisch. Wie hat das geklungen? Fabler, absolut richtig. Korrekt. Er kann es nicht gewesen sein. Nein. Es war gut. War gut. Die Saxophone, oder, na, wir nehmen nur einen vielleicht, nicht wahr?
spielt den griechischen Wein. Ja, ja? Aber bitte auf Deutsch, ja? Das war doch ordentlich. Das war doch ordentlich. Absolut korrekt. Auch korrekt. Ohne Fehler. Ohne Fehler. Ohne. Was Sie alles hören. Der Flügel, das spielen Sie mal an. Nicht. Halt, 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 stopp! Der Mann am Klavier!